Nach unserer einwöchigen Pause begrüße ich Sie heute wieder zu den SVR News. Gast heute, Mr. Goalgetter Francis Williams. Aber vorher gucken wir erstmal natürlich zurück aufs Wochenende, die Ergebnisse der Jugend. Die U11 spielt 1:1 gegen den FC Löhne-Gohfeld. Die U15 gewinnt mit 6:0 zu Hause gegen den SC Herford. Die U17 gewinnt mit 7:0 am Sonntag gegen den SV Werl Aspe. Die U19 siegt gegen den aktuellen Spitzenreiter im Topspiel mit 1:4 bei Viktoria Klarholz und hat dadurch den Anschluss an die Tabellenspitze gewonnen. Die Frauen gewinnen ebenfalls mit 7:0 gegen den SV Weser-Leteln. Und die erste Mannschaft verliert leider am Wochenende mit 2:0 gegen den SOS Neunkirchen. Francis, schön, dass du heute hier bist. Ne? Francis, great to see you today. Niederlage am Wochenende. Denkst du, dass der Grund dafür war, dass ja, vielleicht der Sieg gegen Arminia noch in euren Köpfen war? The 2-0 defeat at the weekend. Do you think that the reason is that well, the victory against Arminia was still in your heads? Yeah, no. I think we played good. It was just our mistakes in the game. And yeah, no, the pitch wasn't good, but we can't complain about that. We can't complain about the referees. We played our best, but it's normal, you know, to lose one game in a season. Even bigger clubs in the world lose one or two games, so it's no problem. We're just going to continue and, yeah, carry on doing what we do best. Also er sagt, er glaubt nicht, dass das ein Problem war. Der Sieg gegen Arminia war nicht mehr in den Köpfen, aber er sagt halt einfach, man hat gut gespielt, man hat die Chancen nicht genutzt, der Platz war nicht der beste, aber dafür kann man natürlich nicht, das kann man nicht für die Niederlage verantwortlich machen. Er sagt, auch ganz große Clubs verlieren halt mal ihre Spiele und deswegen, das ist kein Weltuntergang, man muss sich weiter konzentrieren. So, ja, es war eine gute Saison bisher, 10 Tore hast du geschossen, wie viele werden noch kommen? So, it was a great season actually, 10 goals from you, how many will follow? Well, I'm gonna try and say something in German, but yeah, ich habe 15 Mal in der zweiten Halbzeit von der Saison und ja, wenn alle zusammen bekommen, ich habe 30 Tore, wenn ich bin fit, ja. Yeah. Das wäre auf jeden Fall klasse. Seit 3 Jahren bist du jetzt schon hier beim SVR. Denkst du, es ist die beste Saison von dir? Bis jetzt, so it's the 3rd season here in the club. Do you think it's still the best? Yeah, so far this season, yeah, it's going good because I'm fit. The trainers and the players are helping me. I'm working hard and I'm doing more in training and concentrating more. And you know, once you're getting older, you have to work harder and keep up with the young players in the club, you know, because they are always right behind you. So you must work extra harder if you really want to play in this team, because you know this team wants to go far, and there's always going to be new players coming in or new ideas. So when you want to achieve big things and play for this big club, then yeah, you have to be fit every time. Also er sagte, besonders die jungen Spieler und die Konkurrenz beflügelt ihn quasi. Das motiviert ihn. Er sagt, in diesem Club muss man halt immer alles geben, auch im Training, damit man halt hier spielt. Und dadurch ist er immer deutlich motivierter noch in den Spielen und bringt deswegen auch seine Leistung. Am Wochenende geht es dann gegen deinen Ex-Club, den TuS Dornberg. Freust du dich aufs Spiel? So, at the weekend, the match against your former club, TuS Dornberg. Are you still excited? Yeah, I'm really excited to play against them. Because, my cousin plays there, actually, my younger cousin. And I have a few friends that still plays there. So it's going to be weird playing against my cousin, because I think my cousin's going to start and he's playing center defense. And he's going to be the one marking me. And we're always together. We train together. So it's going to be weird playing against them. But for me, it's no problem. I'm still going to do what I have to do. Family goes aside, after the game we can be family again and yeah. That's it. Also er freut sich natürlich sehr aufs Spiel. Besonders ist, dass er natürlich viele Freunde noch bei diesem Club hat. Auch sein jüngerer Cousin spielt dort im zentralen defensiven Mittelfeld. Sie machen sonst sehr, sehr viel zusammen und deswegen freut er sich natürlich sehr,
ja, gegen ihn zu spielen am Wochenende. Aber er sagt auch, während des Spiels sind Freunde und Familie halt nicht auf dem Platz, sondern nach dem Spiel kann man dann wieder Freunde und Familie sein, aber während des Spiels zählt das nicht. Ja, Francis, danke, dass du da warst. Thank you for that and only the best for the season. Yeah, great. Thank you. Unter dem Motto, macht die Hütte voll, hatten wir am Anfang der Woche Reporterlegende Werner Hansch zu Gast und haben mit ihm zusammen und Radio Herford einen Werbespot aufgenommen. Dieser wird dann immer vor allen Heimspielen auf 94.9 Radio Herford zu hören sein. Ein Making-of zu den Aufnahmen werden Sie in Kürze auf SVR-TV finden. Nach den Aufnahmen hat Werner Hansch noch ein kleines Statement über den SVR für Sie abgegeben. Ich bin heute hier in Bielefeld und habe eine Menge Gutes über den SV Rödinghausen gehört und drücke diesem Verein alle Daumen. Das klappt mit dem Aufstieg. Sieht ja prima aus und ja, macht die Hütte voll, ja, kann ich nur noch mal wieder sagen. Und unterstützt diesen Club, damit es wirklich gelingt. Alles Gute, meine besten Wünsche für den SV Rödinghausen. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die anstehenden Partien am Wochenende. Die U15 spielt unter anderem beim TuS Lohe, die U17 beim FC Gütersloh, die U23 beim SV Affenwedde und die erste Mannschaft empfängt am Sonntag hier im Hecker-Wien-Stadion um 15 Uhr den TuS Dornberg. Dazu sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Die Fanfahrt der Amigos startet am 27.10. und zwar nach Hüls zum Auswärtsspiel. Wenn Sie dabei sein wollen, können Sie sich Karten sichern. In der Geschäftsstelle des SV Rödinghausen sind die erhältlich. Ein Ticket kostet Sie 10 Euro. Kinder zwischen 6 und 16 Jahren zahlen die Hälfte. Alle Spiele und alle Tore, wie gewohnt, auf unserer Website unter Alle Spiele, Alle Tore. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Ciao.